Hallo und willkommen bei Schiffe und Kreuzfahrten. Heute möchte ich euch die drei derzeit größten Kreuzfahrtschiffe der Welt vorstellen. Links die Oasis, in der Mitte die Allure und rechts die Harmony of the Seas. Gemeinsam stellen sie den aktuellen Stand der Oasis Class von Royal Caribbean dar. Wir sehen hier die drei Schwestern bei ihrem ersten gemeinsamen Treffen im November 2016 parallel nebeneinander fahren vor den Toren von Port Everglades. Gus Anderson war der Kapitän an Bord der Harmony. Hier seht ihr ihn bei dem besonderen Manöver. Okay, hallo Harmony. We're gonna continue to come up to 2-3 knots and pass you here. We have the heading now 178 and we'll maintain this. So we have this distance. It's gonna be just under 2 cables away from you. Harmony, obviously, the lower seas. I understand Captain Gus, you will pass us now. Two cables. Die Harmony ist das jüngste der drei Kreuzfahrtschiffe und 362 Meter lang. Die Allure misst 2 Meter weniger und ist das zweitgrößte Kreuzfahrtschiff der Welt, da sie wenige Zentimeter länger ist als das erste Schiff der Oasis Class, die Oasis of the Seas. Im Jahr 2018 folgte Harmony die nahezu baugleiche Schwester Symphony of the Seas, die bis zum Jahr 2021 das größte Kreuzfahrtschiff der Welt sein wird. Denn dann folgt das fünfte Schiff der Klasse, die Melody of the Seas, die bereits einige Änderungen gegenüber der aktuellen Oasis-Klasse haben wird. Die Vögel pfeifen es von den Bäumen, ab 2021 sollen 3 weitere Einheiten der Oasis-Klasse folgen, dann aber in einer erweiterten Version. Aktuell testet Royal Caribbean Brennstoffzellen, auch auf der Oasis-Klasse. Darüber hinaus wird die bestellte Icon-Klasse bereits mit LNG-Antrieb und Brennstoffzellen in Dienst gestellt werden. So darf man davon ausgehen, dass gerade im Umweltbereich die neuen Oasis-Class-Schiffe deutlich von der heutigen Version abweichen. Royal Caribbean hat somit nicht nur in der Vergangenheit, der Gegenwart, sondern auch in der Zukunft mindestens die nächsten 10 Jahre lang die größten Kreuzfahrtschiffe der Welt. Bis 2027 werden es ganze 8 Schiffe mit den riesigen Dimensionen sein. Auf der aktuellen Harmony of the Seas sind über 10.000 Menschen an Bord, wenn man die Passagiere und die Crew zusammennimmt.